Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Donnerstag, den 15. Juni. Die Besucherzahlen steigen, dennoch hat das Nienburger Weservie erneut ein Minus von fast 2 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Nienburger Theater bekommt eine Klimaanlage für den Saal. Dafür investiert die Stadt bis zu 250.000 Euro. Die 39-jährige Nienburgerin Dunja Bayer ist erschüttert. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag eine mehrere tausend Euro teure Marienstatue aus Bronze vom Grab ihrer Eltern, Elfriede und Gustav, gestohlen. Das Grab befindet sich auf dem Friedhof an der Mindener Landstraße und die Bayers sind nicht die einzigen Betroffenen. Die Gewehrgruppe ist beim Schützenfest in Steierberg immer ein Hingucker. Für die Männer um Hauptmann Lutz Glissmann beginnt das Fest am Donnerstagabend, wenn sie durch die Straßen marschieren und die Bürgerschaft zum Fest einladen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.